So, hallihallo, liebe Zuschauer, zum jetzigen Chef, die Live-Trading TV am späteren Nachmittag des 24. Juni 16:55 Uhr, und wir wollen den Blick auf den Nasdaq 100 Index werfen, der hier sehr, sehr interessant daherkommt. Wir hatten den erst gestern schon in der Beschau, und ich rufe kurz den Tagesschart auf, der sich hier sehr, sehr schön darstellt, denn wir sehen den Nasdaq 100 Index mit den Tendenzen, neue Mehrjahreshochs zu generieren. Auch gestern wurde schon darauf hingewiesen, dass das Allzeithoch bei 4.816 Punkten doch schon noch ein gutes Stück weit weg ist, aber die bullischen Tendenzen sich hier mehr und mehr manifestieren. Und genau das sehen wir heute. Der Preis schraubt sich weiter nach oben. Die Kerzen sehen konstruktiv aus, und insofern ist es so, wenn wir uns jetzt hier über diesen Widerstandsbereich, danach sieht es schwer aus, über 4.540 Punkten festigen. Das haben wir auch gestern mit dem Schlussclosing schon gemacht. Aber wenn sich heute eben hier nochmal ein höheres Preishoch, nochmal ein höherer Schlusspreis per Tagesschluss ergibt, dann sind die Tendenzen hier sehr gut, dass es auch in den nächsten Tagen weiter raufgehen könnte. Natürlich hier nicht geradlinig, sondern sicherlich eingestreut mit der einen oder anderen Konsolidierung. Aber der Nasdaq 100 sehr, sehr interessant. Und jetzt schauen wir mal hier in den Stundenchart. Da kommt das Bild nämlich im Sinne dieser Aufwärtstrendlinie, die wir bereits gestern im Chart hatten, sehr, sehr schön daher. Und es lässt sich auch ein hervorragender Unterstützungsbereich definieren, der hier in diesem Bereich zu finden ist. Also oberhalb dessen ist und bleibt der Nasdaq 100 Index höchst bullisch, und da reden wir über ein Preislevel von 4.535 Punkten rund. Wir haben hier diese Horizontalunterstützung, wir haben hier diesen Aufwärtstrend, der hier summa summarum einen neuen Hochpunkt verspricht. Jetzt muss man natürlich das letzte Hoch hier rausnehmen vom April, und dann hätten wir es geschafft. Also das Mehrjahreshoch ist noch nicht geglückt, aber die Tendenzen, dass es dazu kommen könnte, stehen unter einem guten Stern. Wir hatten auch gestern schon die Saisonalität im Blick. Ich hole sie noch mal kurz rein zum Nasdaq 100 Index, die ja schon ganz konstruktiv daherkam. Und zwar, Moment, zum Mini-Future, zum E-Mini-Kontrakt. Also hier der Future-Kontrakt zum Nasdaq 100 Index in der saisonalen Vorausschau auf die nächsten 40 Tage. Hier könnte sich sogar ein kurzfristiger Dip noch Ende Juli ergeben, aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Mit den letzten Junitagen und Anfang Juli haben wir hier eine sehr, sehr bullische Tendenz, die im Prinzip diesen sich jetzt hier andeutenden sage ich schon, Ausbruch manifestiert, unterstreicht, und es könnte also hier demzufolge tatsächlich weiter hinaufgehen. Der Tagesschart nochmal hier in einem sehr, sehr schönen Muster, und das jetzt hier gekoppelt mit der Saisonalität sieht eigentlich ganz interessant aus. Also es sollte jetzt hier gar nicht mehr so tief runtergehen. Die Niveaus von 4.480 wären theoretisch noch machbar, aber das muss gar nicht geschehen, sollte im Idealfall gar nicht geschehen. Vielmehr hier noch ein Stück weiter hoch, um dann auf hohem Niveau sozusagen ein Pullback zu vollziehen. Das machen wir mal sinnbildlich. Entweder heute noch ein Stück rauf, also heute noch ein neues Mehrjahreshoch wäre vortrefflich. Dann in den nächsten Tagen vielleicht ein Pullback, um dann letztlich aber hier weiter aufzudrehen. Ansonsten bleibt hier dieser gestrichelte Szenario oberhalb des Unterstützungslevels hier von 4.465 aktiv. Aber der Nasdaq 100, wie gesagt, macht sich hier auf, auch die früheren Preislevels anzustreben. Und das kommt, wie gesagt, ganz schön bullisch daher, das Währungspaar. Und insofern darf man sich hier durchaus auf weiter steigende Preise freuen. Die Biotechnologiewerte aus den USA sollten hier auch mal einen Blick gewürdigt werden. Das sieht wirklich ganz interessant aus. Und insofern haben wir den Nasdaq 100 Index schon mal durchgearbeitet. Schauen wir noch kurz auf den S&P 500, der hier ein Stück weit im Minus liegt. Der tut sich hier ein bisschen schwer. Hier sind wir allerdings nicht auf einem Mehrjahreshoch oder auf einem neuen Ausbruchslevel, sondern hier vielmehr kurz vorm Allzeithoch. Aber auch hier beim S&P 500 kann gesagt werden, wir haben hier diese Horizontalunterstützung, einst ein Widerstandslevel, das Niveau von 2115 Punkten nämlich exakt, oder 2113 rund, aber oberhalb von 2115 Punkten bleibt die Lage bullisch, bleibt die Aussicht positiv, dass auch der S&P 500 hier weiter nach oben streben kann. Also die Amerikaner lassen Sie ein Stück weit ruhig angehen. Und das ist natürlich die einzige Gefahr, die so ein bisschen schwelgt. Wir sehen hier seit einigen Monaten schon ein Stück weit abflachendes Momentum. Also neue Hochs werden hier nicht signifikant klar gekauft. Jetzt muss man natürlich mal sehen, ob der Markt die Kraft hat, hier Niveaus oberhalb von 2135 Punkten, 2137 Punkten anzustreben. Und wenn das geschieht, dass dann auch die Kraft vorhanden ist, hier eben signifikant nach oben zu laufen. Eins ist eben so ein bisschen die Schwäche, die sich hier zeigt, nämlich dass wir hier abflachendes Momentum haben. Also die Ausbrüche nach oben auf neue Höchststände sind hier nicht mehr so dynamisch. Das kann zur Vorsicht mahnen. Aber wie gesagt, die Technologie strebt nach vorne, hat hier noch reichlich Potenzial, und das könnte auch den S&P 500 mit nach oben ziehen. Gut, liebe Zuschauer, dann hätten wir es schon gehabt für heute. Wenn Sie mögen, morgen 9:30 Uhr geht es wieder weiter mit dem Devisenradar und natürlich dann auch immer wieder mit der Beschau rund um den DAX und die US-Märkte im weiteren Tagesverlauf. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend, sende auf bald in den Äther, und beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.